Lieber Zuseher, willkommen zurück zu Little Big Planet 3. Wir sind, ich glaube, in der Stixi-Villa oder wie sie heißt und stellen uns eine Herausforderung. Geht es nach oben? Geht es nach oben? Sehr schön. Hui, und weiter geht's. Was haben wir da? Schneeflockensticker. Komm, es ist ja auch irgendwie schon Sinn und Zweck im Spiel, dass man Sticker verteilt. Komm, wir verteilen mal Sticker. Wir haben ja ganz viele Sticker. Wir nehmen hier jetzt gleich mal... Welcher schaut denn schön aus, welcher Sticker? Wir nehmen... Musikalisch Zeug. Was ist denn das? Sind das die Stickers überhaupt? Ich komme da gar nicht mit. Ausrüstung? Nee, wo sind denn die Stickers? Stickers. Dies, das. Komm ich hier mal dies, das. Antiker Messing. Nee, das sind keine Sticker. Elektroessen. Grundformen. Was sind denn da die Sticker in dem Spiel? Muss man weiterklicken, oder? PlayStation-Kamera. Nein, 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 nein. Sticker, hier. Alles klar. Man muss ein bisschen gucken. Wir nehmen, wie schaut's aus? Brotscheibe. Wir nehmen eine Brotscheibe und, wo batschen wir die hin? Hier so. Das hat nicht geklappt. Ich probiere es nochmal. Brotscheibe. Hier so hin. Platzieren. Ah, das kann ich hier mit diesem... Ah, sehr schön. Ein bisschen. Ja. Und X. Und X. Sticker drehen. Nö, passt schon. X. Keine Ahnung, warum dieser scheiß Sticker da nicht hält. Dann lassen wir das mit dem Sticker. Wenn er nicht will, will ich ja auch nicht. Oder wenn ich zu deppert dafür bin. So, weiter geht's. Und was haben wir da noch? Einen schönen neuen Gegenstand. Neue Deko. Oh, was ist hier los? Hör wieder runter. Jawohl. Und weiter geht's. Ui. Ui. Ich glaube, hier muss man mit dem Timing gut aufpassen. Weil sonst wird's heiß. Oh, da passiert was. Nett, dass du vorbeischaust. Ach, ist das die Tante? Tante Stixi oder wie heißt sie? Leise. Oh. Okay, also so wie es ausschaut, zerquetscht die mich. So wie es ausschaut, hat sie mich zerquetscht. Ach so, da geht's hier rauf. Okay. Ganz knapp, ganz knapp. Und darauf. Oh, ich bin runtergefallen. Wie konnte denn das passieren? Oh, schon wieder zerquetscht. Okay, auf ein neues. Und Sprung. Und nächster Sprung. Und hierher. Oh, schon wieder. Was mache ich denn verkehrt? Ich werde gleich fuchsteufelswild. Da ist doch nichts dabei, außer mal ein paar Knöpfe zu drücken. So, und nochmal. Okay. Was muss ich denn hier machen? Muss ich erstmal wegsaugen? Aha. Und jetzt das. Ui. Gut, da haben wir das jetzt gerade geschafft, aber da hat sie uns ja doch gerade weggeschickt, diese Höllentante. Lauter Kätzchen. Schön. Da müssen wir jetzt auch mal gucken, weil. Da ist die Herdplatte noch an. Und wir wollen ja nicht unnötig drauf gehen. Kann man das irgendwie kühlen? Nee. Dann müssen wir vielleicht in eine andere Richtung. Okay, Hammer. Ah, was ist denn hier? Nee. Vielleicht geht es ja da weiter. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich muss den Pumpinator mal weglegen, oder? Feuer, Monty! Feuer, Monty? Oh, ich muss irgendwie ausweichen, oder wie? Uah! Was muss ich machen? Muss ich die Katze noch wegpusten? Aha, okay, die kann ich mit dem Pumpinator... Kann ich schon ein bisschen beeinflussen, wo die Katzen hin sollen. Oh, und du hast es aufs Dach geschafft. Das war irgendwie merkwürdig. Das ging jetzt schneller als gedacht. Oh, okay. Level abgeschlossen. Das
Das war schon so eine Art Endkampf hier. Bossfight. Was wir ja auch ohne Probleme hinbekommen haben. Alles ganz entspannt. Wir müssen nachher auch mal, werden wir auch mal den Online-Modus irgendwie ausprobieren, weil da habe ich ja gar keine Ahnung, wie der geht. Jetzt schauen wir mal, was da noch so drin steht. Da steht nichts weiter drin. Mal reingeguckt. Ach, Sackboy heißen wir. Run, Sackboy, run steht da. Alles klar. Sackboy. Bisschen wie Jarni von Unravel. Okay. Wir können nach vorne springen, oder? Nee. Wir gehen mal da entlang. Wir sind also jetzt auf dem Dach. Und das war unser Ziel. Wir müssen irgendwie so eine Teedose finden. Okay. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Also, ich kann hier pusten, dann fährt das Ding darüber. Und, ja. Vielleicht probiere ich es mal auf der anderen Seite. Aber nee, der Pfeil sagt schon, ey, du kannst nur in die Richtung laufen. Schauen wir mal. Kann ich da auf die Kette steigen? Aha, okay. Aha. Das war aber jetzt eher Zufall, dass ich das so mitbekommen habe. Nochmal. Okay. Auch wurscht. Runter. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Sagt die böse Hexe. Ja, wir suchen. Oh oh. Ui, ui, ui. Da greift uns irgendwie so eine Actionhand. Und jetzt? Soll ich mal da runterspringen? Da ist ja ein Aufkleber, ein Sticker. Speicherpunkt. Okay. Lass mich in Ruhe. Ganz viele Items haben wir schon. Oh, hier scheint wieder ein neuer Kampf zu sein. Da müssen wir mal gucken, wie wir den managen. Hier kommt schon das Töpfer- und Tellermonster. Jetzt bist du dran. Okay, und jetzt? Okay, ich kann anscheinend hier irgendwas... Nimm das. Okay. Was muss ich machen? Hier habe ich zwei heiße Dinger. Was bringt es, wenn ich die heiß mache? Essen wird fertig, oder wie? Ah! Verbrennt er sich die Pfoten? Lasst ihn in Ruhe! Lasst ihn in Ruhe, alles klar. Komm, verbrenn dir mal die Pfoten da. Jetzt ist es auf heiß gestellt, das Thermostat. Ui, da muss man noch aufpassen. Der spuckt da noch was aus, der Wahnsinnige. Aber ich weiß nicht, ist das der Sinn? Achtung, jetzt kommt er. Was muss ich denn machen? Komm, verbrenne die Finger. Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Ziel vom Spiel, dass der sich die Haxen verbrennt, die Hände verbrennt. Wow, was ist denn hier los? Der spuckt ja lauter Blut. Was wir denn hier machen? Also da ist wieder volle Kanne Heilhitze angesagt. Da auch. Ui. Jetzt hat es uns aufgelöst. Jetzt hat es uns auch. Nee, doch nicht. Jetzt muss ich auch noch im richtigen Moment springen hier. Oh, das geht ja gar nicht. Wo bin ich denn? Ich muss nur wirklich aufpassen. Ich glaube, ich spiele jetzt gerade total verkehrt. Ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Okay, ich versuche jetzt mal den glühenden Boden aus dem Weg zu gehen. Ah, ja, haben wir geschafft. Schauen wir mal hier schön an den Apparat. Schwer für mich. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich springe auch immer einen Tacken zu... Was ist denn jetzt los? Habe ich schon... Bin ich draufgegangen? Anscheinend bin ich draufgegangen. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber... Da hat mich das Zeitliche gesegnet. Oh. Aber warum? Also weil ich so scheiße gespielt habe, aber irgendwie hat da so was gefehlt, wo zu sehen war, hey, hoppala, du bist scheiße, du bist gestorben. Okay, probieren wir es nochmal. Da will einer mit mir spielen. Ja, dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, wo der ist. Tritt bei, okay. Muss ich warten auf den? Okay.
Es lädt nochmal eine Runde. Ich weiß jetzt nicht, spielen wir jetzt dasselbe oder spielen wir was anderes? Power-Up entfernen. Wo ist er denn? Der... Vielleicht will er doch nicht mit mir spielen. Lass mich in Ruhe. Wo ist er denn? Warten wir mal kurz. Vielleicht kommt der gleich irgendwie an. Da unten lädt es auch immer wieder. Ah, da oben steht, dass wir schon zu zweit sind irgendwie, oben links. Aber der andere Spieler scheint da durchgestrichen zu sein. Vielleicht ist da die Verbindung nicht zustande gegangen. Vielleicht kommt er ja auch gleich, wer weiß. Ist er da? War er das? Nee, oder? Das sah gerade jemand so aus. Doch, das ist er. Okay, cool, der ist tatsächlich gekommen. Also ich spiele jetzt mit noch einem anderen zusammen. Haben auch gleich mal den Online-Modus ausprobiert. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Jetzt bist du dran. Jetzt hat er mich weggewischt, oder? Ne, den anderen hat er jetzt erwischt. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Nimm das. Weg mit dem. Sehr witzig, da spielen wir das jetzt gerade zu zweit. Hier sind wir schön weg. Gleich mal wieder den Grill anmachen. Vielleicht greift er ja mal rein. So, man muss immer ein bisschen früher springen, weil sonst catcht der Typ ein, was ganz furchtbar ist. Okay, das ist lustig. Oh, Achtung. Weg mit dem Zeug. Weg mit den Bällen, weg mit den Bällen. Vielleicht wieder den Grill einheizen. Wow, hoch. Und jetzt fängt aber gleich der Boden an zu brennen. Wow, ja genau, es geht schon los. Jetzt hat es mich erwischt. Schon wieder? Das muss ich irgendwie anders machen. Ich komme ja gar nicht zum Spielen. Ist jetzt unser kleiner helfender Freund schon komplett draufgegangen, oder wie? Uah! Oh, das ist ja furchtbar, vor allem mit diesem Feuer. Erneut spielen. Ja, komm, gleich nochmal. Das ist ja total ätzend. Das ist doch kein Kinderspiel, wenn man das nicht hinbekommt. Die Kinder verlieren doch die Motivation. Mein Hund, der schaut mich gerade an und nickt mir zu. Ja, die Kinder würden das nicht spielen. Wenn man da immer drauf geht. Das wollen die Kinder nicht. Gut, schau mal. Ob der noch da ist. Ja, der ist noch da. Ist ja cool. Also den Pumpinator haben irgendwie alle. Sehr schön. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Jawohl. Das machen wir. Der soll erstmal ein paar Sachen einsammeln. Ich glaube, wir haben gar nicht so schlecht gespielt, aber es klappt halt nicht. Ups. Okay, neuer Versuch. Wir schauen mal, was uns hier erwartet bei unserem Endgegner auf dem Dach. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, okay. Wir probieren das nochmal. Da hat er mich schon das erste Mal. Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, verdammt, ich habe gerade umgeschalten. Jetzt hat. Und Sprung. Okay. Komm, greif doch da rein. Weg, 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 weg. Ah, schon wieder. Das ist sau hundsgemein schwer. Oh, da muss man auch noch die Bälle wegpusten. Okay, Achtung, der kommt wieder. Rechtzeitig hüpfen ist mega wichtig. Hoch und gleich wieder den Grill einwerfen.
gehe mal ein bisschen in die Mitte. Achtung, einmal hier die heiße Kohle wegfeuern. Weg. Oh, jetzt hat es, glaube ich, den anderen. Ne, der andere ist noch da. Okay, jetzt ist das Problem. Jetzt glüht gleich noch so beschissen der Boden, genau. Ich bleib da in der Mitte. Okay. Fuck! Oder Mist, um es in der Kindersprache zu sagen. Oh, erneut spielen? Warum ist denn das so schwer? Einmal machen wir es noch. Wollen wir mal wissen, ob das geht. Das ist ja Wahnsinn. Warum ist denn das so kompliziert? Das darf doch nicht so kompliziert sein, oder? Aber anscheinend ist, bin ich kein besonders guter Spieler. So, mir fällt schon das Reden wieder schwer. Und der andere ist wahrscheinlich auch nicht so der Mega-Held. Wow. Komm ich noch runter? Da bin ich schon. Mal alles einsammeln. Dann schauen wir mal. Jetzt bricht hier gleich alles zusammen. Okay. Na dann. Daumen drücken. Es geht von vorne los. Okay. Alles klar. Dritter Versuch. Meine Lieben. Zuseher. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt klappt. Jetzt bist du dran. Alle guten Dinge sind ja drei. So, volle Konzentration. Okay, der hat sich jetzt gerade mal schön die Hand verbrannt, was ich richtig gut finde. Ich weiß nicht, wie oft der das machen muss. Jetzt kommen gleich die heißen Kohlen raus. Eigentlich muss ich sagen, spielen wir beide ganz gut. Achtung, ich mache hier nochmal heiß. Achtung und... Es ist recht simpel. Ich glaube, in der Mitte stehen ist immer ganz gut. Lass ihn in Ruhe. Komm. Oh, wieder diese Kohlen. Gleich mal das wegfeuern. Jetzt, was mich am schwersten hier ist, ist, wenn immer der Boden zum Glühen beginnt. So aus dem Nichts. Jetzt hat. Der Boden glüht. Hua, der Boden glüht schon wieder. Ah. Nein, jetzt hat er uns beide abgeräumt. Aber er hat sich auch die Hand verbrannt, glaube ich. Wir haben es geschafft. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Ja, wunderbar. Wir haben es geschafft. Ich bin total begeistert. Nach dem dritten Versuch zu zweit haben wir es dann hinbekommen. Ja, sehr schön. Ich bin begeistert. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr wollt, schaut euch auch die nächste Folge an von Little Big Planet 3. Ciao. Servus.